Heute in CT Uplink das Huawei P20 Pro, eine grauenhafte Smartwatch und Deepfakes. Bis gleich. CT Uplink. Hallo, frohe Ostern von uns aus dem CT-Keller. Wir sind extra reingekommen für euch und machen heute ein Uplink zum Heft 8. Gucke mal 8, natürlich die Experten zum Heft 8, dem blauen. Und zwar haben wir zwei Themen da draus. Die restlichen guten kommen dann nächste Woche, weil ein aktuelles haben wir noch vorgezogen. Aber erstmal, ich bin Martin Holland von Heise Online. Mit mir sind noch da. War das nee, ich eine hatte Frage? Überlegt, ob ich es schon gesagt habe. So, das ist keine nee, Frage. Hast du noch nicht. Ich bin sicher, dass ich bin Hannes Schirola. Fabian Tscherschel. Pina Merkert. Ich ja, wollte jetzt auch eigentlich Martin Holland sagen, dann könnte man mein Gesicht so deepfaken gegen dein Gesicht. Stimmt, eben. Wir wissen ja noch gar nicht, wie das dann aussieht, wenn wir das hier veröffentlichen. Ja, wir machen gleich noch ein paar Fotos von euch und dann. Ja, das hatte ich schon mal in der dabei. Sendung erklärt, dass eigentlich immer nur Kino hier sitzt. Ja, stimmt. Das sind Deepfakes. Genau. Das machen wir, das erklären wir aber als letztes, warum wir hier so komisch über unsere Gesichter reden. Als erstes, Hannes, du hast ein Gerät mitgebracht. Ja, ein Handy. Ja, ein neues Handy, über das alle Welt redet, weil es jetzt... Ja, die ganze Welt, ja. Ja, wenn es nach dem Hersteller geht schon, ist es das Huawei P20. Also an sich... Pro. Stimmt, ja, sehr gut. Du hast es mir vorgesehen. Ja, das ist wichtig. Ja, das ist wichtig. Ja, es gibt auch ein Nicht-Pro. Das ist aber noch... Nein, das ist weniger spektakulär. Das ist nicht so professionell. Das ist weniger besonders. Also das Besondere am P20 Pro, wurde jetzt halt vor kurzem vorgestellt, ja. Mit dem großen Bohai, das hat halt drei Kameras hinten. Also insgesamt vier Kameras, weil es auch noch eine Frontkamera hat. Ach so, genau. Also in eine Richtung drei. Genau, also es ist so ein bisschen gerade wie bei Rasierklingen. Ja. Bei den Handys ist es eigentlich, also umso mehr Kameras, umso besser. Und das Witzige ist halt, das ergibt sogar halbwegs Sinn. Also, dass man jetzt eine Doppelkamera hat, daran hat man sich gewöhnt. Und es gibt ja verschiedene Konzepte. Ja. Also, das Sinnvollste aus unserer Sicht ist immer noch, dass das eine halt die normale Weitwinkelkamera ist und dazu einen Tele, zumindest so zweifach oder so. Mehr können die ja gerade nicht. Das ist hier bei dem auch der Fall. Und dann haben ja viele Geräte nochmal eine Zusatzkamera, eine Schwarz-Weiß-Kamera oder sowas. Das ist dann das zweite Konzept für eine Doppelkamera, um halt zum Beispiel den Kontrast zu verbessern oder angeblich den Autofokus zu beschleunigen und sowas. Okay, ja. Und Huawei hat sich jetzt gedacht, ey, das kombinieren wir doch einfach mal und knallen da halt drei Teile rein. Und eine Detailkamera haben wir nicht heute, leider. Also hier ist so ein Kamerabuckel, wie beim iPhone und bei vielen anderen Geräten auch. Und da sind dann halt der RGB-Weitwinkel und RGB-Tele drin. Und daneben gibt es dann nochmal diese Unterstützungskamera, diese schwarz-weiße. Ja. Und das ist nicht das einzig Spektakuläre, sondern die hat auch noch, die eine normale RGB-Kamera hat auch noch 40 Megapixel. Okay, dann hat die schwarz-weiß hat 20 und das Tele hat nur 8. Also zusammen 68. Ja, und 92 hatte ich gerade noch gelesen. Also ein Kollege man von. Das oder multipliziert man das? Oder? Ein Kollege hatte das zusammengezählt auf einer anderen Webseite und kam auf 92, glaube ich. Okay. Oh Mann, ich kann es echt nicht nachrechnen, aber das stimmt auch gar nicht. 92. Ist egal. Es sind eine ganze Menge Pixel zusammen. Ja, und es ergibt überhaupt keinen Sinn, das zusammenzurechnen. Ja, genau. Das kommt auch noch dazu. Obwohl alle drei Kameras öfter, also die kommen bei fast allen Fotomodi. Kommen die alle drei zum Einsatz, witzigerweise. Also es ist jetzt nicht so, dass man immer zwischen Tele und Weitwinkel umschaltet, sondern die nehmen als Basis dieses 40-Megapixel-Bild von der Weitwinkelkamera und dann kombinieren die das mit den Kontrastinformationen der Schwarz-Weiß-Aufnahme. Und dann rechnen sie jetzt erstmal runter, weil die Standardeinstellungen sind 10 Megapixel. Man kann auch 40 rausholen, aber dann funktioniert vieles an Bildverbesserungen nicht. Okay, normalerweise sind es 10. Und unter anderem machen sie das, was Samsung auch zum Beispiel macht, einfach mehrere Pixel zusammenrechnen. Also wobei Samsung macht es so ein bisschen anders, vergesst es. Aber sie nehmen halt 4 Pixel und packen die Informationen halt zusammen und können dadurch noch ein bisschen besser Rauschen zum Beispiel rausrechnen und haben halt noch ein paar mehr Informationen. Und 10 Megapixel reicht ja für die meisten Anwendungen noch. Und dann ist es auch noch so, wenn du halt auch noch Tiefenunschärfe haben willst
Oder generell nehmen sie halt die tiefen Informationen von der Telekamera, weil sie da halt rausrechnen können, was steht wo, was soll in den Vordergrund gestellt werden, was raus und so weiter. Und wir sind jetzt noch nicht mit unseren Tests komplett durch, aber das mit den Porträtaufnahmen, also mit der tiefen und Schärfe, das funktioniert schon ganz gut. Hat das einen extra Modus dafür, so Bokeh-Modus dann? Bokeh-Modus, ja. Genau. Weil das wäre, und erkennt man das auf anderen Bildern, den Unterschied? Also ich habe ja immer schon, also jedes neue Handy, das ihr vorstellt, vor allem die Flaggschiffe, die Kamera ist ja immer so das... Ja, also ich sag, also es ist so, bislang war es so, ich habe das noch nicht komplett durch, aber bislang war es halt immer so, die Flaggschiffe, die sind alle, fast alle sehr, sehr gut. Genau, Und es ist kaum noch so, dass man sagen kann, das ist die beste Kamera, sondern man merkt halt richtig, da sind ja auch sehr ähnliche Sensoren drin. In den meisten anderen Geräten sind überall die gleichen Sony-Sensoren drin. Und dementsprechend muss man mehr per Software machen. Und man kann halt nicht alles gleichermaßen abdecken. Das heißt, es gibt halt manche Geräte, also zum Beispiel bei LG ist es auffällig, die machen unheimlich scharfe Bilder, sehr detailliert, aber übertreiben es dann halt auch schon wieder manchmal. Okay, also je nachdem, wie du halt so auch auf das Bild guckst, wie du es haben willst, ist es dann halt wieder ein bisschen zu viel. Bei Samsung haben die auch eine ganz gute Detailtiefe, auch ein bisschen mehr als bei Apple. Und machen sehr gute Aufnahmen im Dunkeln, neigen aber tendenziell ein bisschen zu einem Blaustich. Dadurch wirkt das Bild halt immer ein bisschen heller sowieso. Und so schwankt es halt so. Und also wenn man wirklich so auf das allerletzte Detail gucken will, dann muss man sich eigentlich ein bisschen entscheiden, wo liegt bei mir der Schwerpunkt. Also zum Beispiel muss man auch überdenken, Apple hat recht neutrale Farben immer. Die sind sehr realistisch, die Bilder. Was viele professionelle oder ambitionierte Fotografen anspricht. Ich möchte zum Beispiel lieber ein Foto einfach raus haben, was einfach gut aussieht. Ja, und nicht die harte Realität unbedingt abbildet, sondern Filter. Ja, du, das sieht man dann halt auch gleich, ne? Aber einfach lieber ein bisschen wärmer oder ein bisschen geschönt. Gerade bei Nachtaufnahmen ist das zum Beispiel auch der Fall. Und das ist auch noch eine der großen Schwächen immer bei den Smartphones, halt dunkle Aufnahmen. Da tritt überall Rauschen auf. Das ist einfach, die physikalischen Grenzen sind halt langsam erreicht. Huawei hat dafür auch noch eine Lösung. Also die haben ganz viel darauf rumgestampft, dass diese Kamera so viel auf AR basiert. Also die sprechen immer von einer AR-Kamera, von einer KI halt. Ob das jetzt wirklich echte künstliche Intelligenz ist oder nicht, da kann man drüber streiten. Also es geht zum Beispiel darum, dass möglichst viel automatisiert passiert. Das Gerät kann über 500 Objekte automatisch erkennen. Also zum Beispiel, ob ein Mensch da vor dir steht, Text da ist, eine Blume oder so, deine letzte Mahlzeit irgendwie vor dir steht und stellt, macht halt die Einstellungen dann halt entsprechend. Der Prozessor in dem Smartphone dann so ein ist ein Huawei-Prozessor? Co-Prozessor? Ja, drin? Also sie sagen, sie haben eine NPU, Neural Processing Unit. Allerdings ist der Clou daran, also die CPU ist wirklich von Huawei entwickelt, diese Kirin 970 ist das. Dazu kommt aber von ARM einen Grafikchip, der G72MP12, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe. Und wenn du bei ARM wiederum auf die Seite guckst, findest du halt raus, dass diese GPU sowieso schon spezielle Fähigkeiten auf KI getrimmte Fähigkeiten halt hat. Und es sieht so aus, als würden sie einfach diese Fähigkeiten benutzen von der GPU und sagen, ja, wir haben da halt nochmal eine extra Einheit. Aber so ein richtiger Hardware-Chip ist zumindest nach dem, wie ich es jetzt so mitbekommen habe, nicht nochmal extra drin, auch wenn ich so sagen. Also eine Einheit, das kann ja alles sein. Das kann auch ein Teil von der GPU sein. Ja, ich frage, weil wenn es das nicht hätte, dann würde wahrscheinlich dann beim Fotografieren der Prozessor voll ausgelastet werden. Und das würde sich ja dann wieder auf die Akkulaufzeit auswirken. Ja, es geht über die GPU und so komplex, wie das erstmal alles klingt, ist es auch, glaube ich, alles gar nicht. Es ist halt normale Bilderkennung, die geht halt normalerweise. Mittlerweile haben die halt Erfahrung damit, die Hersteller. Das ist an relativ groben Merkmalen halt festgelegt, was du jetzt gerade fotografierst. Also es geht auch darum, dass er einfach einen Strand erkennt oder so zum Beispiel. Ne? Das kriegt man mittlerweile. Weiß oben blau Strand. Ja, ohne Scheiß, ja. Würde er dann daran die Bildeinstellung ändern? Genau, er ändert also die Bildeinstellung. Also zum Beispiel beim Porträt, dann ist es ganz klar. Ne? Dann macht er den Hintergrund halt unscharf. Also Haustiere und so erkennt er auch. Da wird er wahrscheinlich da wird er wahrscheinlich die Belichtungszeit runterdrehen, weil die Viecher sich halt viel bewegen. Ne?
Ist ganz nett. Was halt wirklich cool ist noch, was sie auch mit KI in Verbindung bringen, ist, dass du sehr Langzeitaufnahmen machen kannst, ohne dass es großartig verwackelt. Das geht zwar nur mit maximal 10 Megapixeln, aber ich habe jetzt eine Belichtungszeit von 4 und 8 Sekunden einmal ausprobiert, was halt unhaltbar ist in der Dunkelheit. Klar, ja, und die meisten Bilder sind davon brauchbar geworden. Also aus sieht der dann Hand oder was? Aus der Hand, im Stehen. Ja. Also der rechnet das wieder zurück, ne? Der hat dann verwackelte Bilder und rechnet ja, da. Ja, also ich vermute mal, er kann ja sowieso ein bisschen ausschneiden, dadurch, dass er die Auflösung runterdreht. Da wird er halt schon den digitalen Bildstabilisator dann benutzen können. Dann wird er halt sich noch ein bisschen angucken, genau, was scharf ist, was nicht, was sich überlagert. Und die Aufnahmen, die sehen natürlich sehr HDR-mäßig aus. Ne? Das ist was sehr Künstliches irgendwie, was da rauskommt. Aber ich fand's cool. Ich mag auch solche Aufnahmen und dass es überhaupt möglich ist, das finde ich schon beeindruckend. Also wie gesagt, sonst ist es völlig unhaltbar ohne Stativ. Ne? Genau, also ich habe gestern, ging auf Twitter oder so, auch so Nachtbilder rum von Leuten, die das getestet haben. Und das sah schon krass aus. Genau. Also nicht nur für eine Handykamera, sondern so schon. Also definitiv. Natürliche Licht halt alles auch, weil halt in der Stadt. Ja. Okay, krass. Nee, genau, ja, also das Handy macht natürlich noch mehr aus. Ja, genau, weil das ist aber jetzt die Frage. Also das kann man wirklich, damit auch telefonieren? Was zahle ich dafür? Ja, das kostet mit dem 900 Handy Euro. Telefonieren? Was ist mit dir los? Theoretisch. Ja, oder Skypen. Ja. Also, oder Sprachnachrichten aufnehmen. Das kostet 900 Euro UVP, ist jetzt schon bei 850. Das wird erfahrungsgemäß wird das ziemlich schnell runtergehen bei Huawei. Das ist halt nicht wie Apple, wo sich die Preise ewig halten. Der Rest des Handys geht wirklich so ein bisschen unter hinter den Kamerafähigkeiten, weil halt, ja gut, also die Prozessoren sind halt irgendwie alle schnell. Es ist aber jetzt, es hat so ein Bildschirm mit so einem. Genau, es hat dieses hat noch ein OLED und es hat halt diesen Notch, also diese Einkerbung oben wie bei Apple. Das ist total absurd, weil das eigentlich bei Apple ist es halt ein technischer Kompromiss, weil es noch nicht anders geht, weil sie nicht wissen, wohin mit den Sensoren. Die haben hier unten sogar noch eine Leiste, wo man was hätte hinpacken können. Und trotzdem bauen sie das Ding ein, aber das machen andere Hersteller auch Alcatel und so beispielsweise, weil es halt auf einmal nicht mehr ein Kompromiss ist, sondern es ist irgendwie ein Designelement, ja, dass dir der Bildschirm eingeschnitten wird. Das finde ich schon ziemlich absurd und ich fände es auch schön, wenn das irgendwie wieder verschwinden würde. Aber die Kamera ist da drin, oder? Also zumindest die Kamera und der Lichtsensor so und der Lautsprecher. So ist das ja nicht. Ja. Das hat ja WebOS schon immer mit den runden Ecken. Da, weißt du noch? Da, WebOS, ja. Da, ne? Weil, kannst du dich noch dran erinnern? Damals? Ja. Die hatten dieses Design-Element. Achso, ja gut, diese gerundeten Ecken, genau, ja klar. Das macht gut. Apple ja genau, das machen die jetzt auch alle. Das ist aber auch schon länger. Das war, glaube ich, das hatte auch schon Samsung vor Apple zum Beispiel. Da gibt ja, das kann man schön finden oder auch nicht. Ich das ist aber eigentlich auch unpraktisch. Wie ist denn das? Ja, gehen halt ein paar Pixel verloren, aber das ist halt echt dämlich einfach. Ja, ja. Also ansonsten bei Android ist ja mal die Frage, wie weit sind die angepasst? Ja. Wie original ist das Android bei Huawei? Ja, das ist halt ein bisschen clicky-bunty halt. Das Menü ist normalerweise ausgeblendet, das App-Menü, kann man aber einblenden. Ja, man kommt damit zurecht. So, das ist diese Oberfläche EMUI, nennen die das, 8.1. Schon, ja. Die kümmern sich auch halbwegs um die Software. Updates auch? Ja, halbwegs. Auch also ist in Ordnung. Ich würde immer ein blankes Android bevorzugen, aber es gibt Schlimmeres. So. Ja. Full HD aber, oder höher? Nee, 2240 mal 1080. Mhm. Also es ist halt so, dass wenn du den Rand hier oben ausblendest, also die oberen Zeilen sind abgeschnitten wegen des Notches, dann kommen unten noch die Android-Tasten dazu. Mhm. Wenn du das abziehst, hast du einen 16:9 Format und ansonsten 18,7:9. Okay. Mit Notch. Mit Notch, ja. Genau. Okay, das ist eine genau. Aber an sich ein cooles Handy und Huawei muss halt irgendwie immer ernster genommen werden. Ne? Genau, und du hast ja vorhin schon gesagt, es gibt eine Nicht-Pro-Variante. Gab es nicht noch eine dritte oder sowas? Ja, es gibt noch eine Lite. Genau, die ist aber wirklich stark abgespeckt, aber es gab ja schon P9 Lite, P10 Lite. So. Die waren bislang ziemlich beliebt immer, weil die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Liegen irgendwie so zwischen 300, 400 Euro. Also es gibt quasi das eine Handy in einer normalen Ausführung. Du hast jetzt das Top-Modell. Genau, und dann gibt es halt noch das P20, hat dann nur eine Doppelkamera. Und dann gibt es halt noch so ein abgespecktes Ding, halt so wie so eine Mini-Variante, ne? Aber ist die auch kleiner? Weil du mir nicht viel. Das ist jetzt 6,1. Das normale P20 ist 5,8, wenn ich mich nicht irre. Und das Lite ist, glaube ich, 5,8.
8, 7 oder so. Okay. Ich weiß es nicht genau, aber es ist ungefähr gleich groß. Ich muss das in meiner Hand haben, ich habe mich an diese Zoll bei Smartphones noch, Dankeschön, ich habe mich bei den Smartphones noch nicht an die Zoll gewöhnt. Du musst auf die Seite drücken, ja genau. Ja, ja, genau. Ja, es ist halt auch so, man muss auch ein bisschen umdenken, weil die halt 6,1 Zoll, ne, das war riesig früher und jetzt sind die Ränder halt so dünn, außer beim iPhone 8, dass es halt wieder kompakter geworden ist und man gewöhnt sich dran, wäre bei mir, für meinen Geschmack wäre es jetzt auch hart an der Grenze, aber es geht noch. Ein cooler Hintergrund. Ich glaube, mein Handy ist ja genauso farbig, aber irgendwie sieht das hier schon viel cooler aus. Ja. Das kommt jetzt aber nicht mitgeliefert, beziehungsweise das kann man nachrüsten. Was meinst du? Den Hintergrund. Der Witz war, dass Huawei auch noch total stolz war. Sie waren so stolz auf ihre Hintergründe, dass sie einfach ihre Hintergründe nochmal in der Pressekonferenz vorgestellt haben, wo ein Kollege auch meinte so, hey, warte mal, aber die waren doch schon irgendwie vor ein paar Jahren im Handy. Also es sind halt Hintergründe. Sehen cool aus, aber Jetzt, wo wir drüber reden, fällt mir nochmal auf, das ist ja schon ein bisschen ungewöhnlich. Also man hat die Android-Tasten unten und nochmal, ist das eine Taste oder ist das nur der Bildschirm? Das ist der Fingerabdruckscanner, der unten unterm Display ist. Man kann aber die Android-Tasten ausblenden und den dann als Home-Button benutzen, beziehungsweise wenn du halt links oder rechts streichst, je nachdem funktionieren das halt dann als die Android-Tasten. Kann man machen. Im Prinzip ist das irgendwie doppelt dann, ne? Also eigentlich waren alle, bei den Galaxies fällt es weg. Ja. Also ich meine, wegen könnte es auch weg, dann ist halt die Frage, wo der Fingerabdrucksensor hinkommt. Wobei müsste hinten sein, ne? Wie beim Nexus. Ja, aber das ist auch scheiße. Dann touchst du mal auf die Kamera und kannst es nicht draufdrücken, wenn es auf dem Tisch liegt und so. Also mein Ding ist es nicht. Es hat eine Gesichtserkennung, die aber jetzt nicht so im Detail erklärt wird wie bei Apple und was auch noch ein bisschen simpler aufgebaut wird. Müssen warten, bis die den Ohrscan implementieren. Ja. Genau. Ja, ja, das wäre dann was für Martin, weil der ja mit seinem Handy noch telefoniert. Ja, genau. Genau. Ja, du willst es ja aber auch nicht irgendwo hinhalten immer so. Also du willst es ja eigentlich hochnehmen und es soll entsperrt sein. Und das ist halt eigentlich die Gesichtserkennung. Die meisten Leute telefonieren doch jetzt eh so, wenn man mal in der Straßenbahn unterwegs ist. Ja, aber dann hier mit Headset so ist und dann so. So ja. Ja. Warum? Und dann auf Lautsprecher. Oder dieser Trend her? Ich weiß nicht, aber es lacht jedes Mal, wenn ich sehe. Was auch witzig ist, finde ich, ist, dass die meisten Leute nicht wissen. Also erstmal, die meisten Leute, wenn die einen WhatsApp-Sprachnachricht bekommen oder ein Video oder so anhören wollen im Zug kurz, dann halten sie halt immer den lauten Lautsprecher ans Ohr. Man kann bei fast allen Handys das Gerät nehmen, ans Ohr halten und der schaltet automatisch auf die Ohrmuschel um. Das wusste ich aber tatsächlich auch nicht immer. Ich weiß es jetzt seit ein paar Monaten, aber vielleicht sollten wir so eine PSA rausgeben auf Heise Online. Ja, stimmt, es gibt so mit so einem Bild von jemandem, der sein Handy sonst ohrt. Später mit. Also jetzt wissen es alle unsere Zuschauer. Ja. Okay, ja, ansonsten, das kommt im Heft noch. Kommt im nächsten Heft. Weil es jetzt gerade aktuell war. Eine Vorstellung haben wir auf Heise Online. Das nächste Heft ist dann die 9. Ich übe Zahlen hier. Genau. Das dauert noch eine Weile. Ja. Aber erstmal noch die 8. Und Fabian. Deswegen weiß ich, dass es die 8 war, weil ich da einen Artikel drin habe. Ganz schön krassen Artikel. Ich habe mir das auch mal wieder was gemacht. Ja, ich habe mal wieder gearbeitet. Erzähl mal, was hat es hiermit auf sich? Ich fange mal ganz von vorne an. Ja, wir haben zwischen Weihnachten und Neujahr habe ich eine E-Mail gekriegt von einem Sicherheitsforscher, der mir sagte. Ich muss darauf hinweisen, Moment, immer auf unser Investigativteam hinweisen. Genau. Unser Investigativteam hat eine E-Mail bekommen. Genau, unser Investigativteam, in dem Fall wirklich ich, aber es war ein Sicherheitsforscher, Christopher Dreher heißt der, ein sehr netter Kerl, unabhängiger Sicherheitsforscher, der hat mir sowas geschickt und ich habe gedacht, ich habe das gelesen und habe gesagt, das kann nicht stimmen, weil wir kriegen ja so viele Mails, ne? Also wir kriegen so viel Zeug und das ist oft von Sicherheitsfirmen manchmal auch übertrieben dargestellt und ich habe gedacht, nee. Also er hat eine Sicherheitslücke in der Smartwatch gefunden und hat mir die erklärt und ich so, nee, das kann nicht sein. Ich habe aber trotzdem gefragt, schick mir mal die Details. Hat er mir die Details geschickt. Um es kurz zu machen, das ist diese wunderschöne Smartwatch, wir haben eine gekauft, um das zu testen. Die ist so groß, dass wir keine Detailkamera brauchen. Dimensio Paladin, die habe ich extra in, ich habe extra Achim gesagt, der soll die in Roségold bestellen. Dimensio heißt wie Dimensio. Es ist eine kleine Firma, scheint aus Österreich zu sein, hat einen Sitz, aber ist eine Limited, ne, hat einen Sitz irgendwie in Birmingham. Ja, ist ein ziemlicher Klopper. Da musst du erstmal Krafttraining machen, damit die an deinem Arm nicht so groß aussieht. Also die werden vermarktet, dieser Hersteller verkauft eine Menge so GPS-Tracker, die werden vermarktet, um
deine Kinder oder auch deinen Partner, warum man sowas machen wollte, weiß ich nicht, dem das zu geben, vielleicht auch der Oma. Das ist aber ein nettes Geschenk. Damit man weiß, wo die, damit man weiß, wo die sind. Also so wird das vermarktet, so wird es als Smartwatch vermarktet? Es kommt drauf an. Ich glaube, demjenigen, den du das gibst, willst du es als Smartwatch verkaufen. Ja. Es ist nicht wirklich, wenn du es anmachst, also das Interface ist auch, das ist nicht, es ist nicht mit einer Apple Watch zu vergleichen. Ne? Also es ist einfach eine Uhrzeit. Ist einfach eine riesige, es ist riesig. Zeig das doch mal in die Detailkamera. Ja. Ach nee, haben wir ja nicht. Hör auf, unseren Videoproducer zu ärgern. Ja, auf jeden Fall. So, zu der Lücke. Ja, das Ding hat ein Server-Interface. Also es gibt zu der Uhr, gibt es Apps für Android und iOS, die reden, also damit konfigurierst du die Uhr, weil die halt ein sehr bescheuertes Interface hat, ne? Die reden mit einem Server. Ja. Und der Server redet dann zu der Uhr. Also die Uhr tust eine SIM-Card rein, die hat ein GSM-Modem. Der Server redet dann über Mobilfunk mit der Uhr. Und sie schickt natürlich auch Positionsdaten dahin. Und du kannst dieses Server-Interface aber einfach so ansprechen. Das ist im Netz. Sorry, was machst du da? Ich habe extra keine SIM-Karte reingemacht, damit die uns nicht abhört. Du kannst dann halt dieses Server-Interface, kann jeder ansprechen, mit einem Post-Request. Aha. Also das kannst du mit einem Browser-Entwickler-Umgebung oder so abschießen oder mit einer Linux-Kommandozeile. Und dann kannst du dieser Uhr sagen, ruf ein Telefon an, beliebige Telefonnummer. Dann ruft die Uhr dieses Telefon an und der Träger sieht das nicht. Nee. Wir haben auch ein Video davon gedreht, wo wir zeigen, wie das aussieht. Ich kann das ja mal zeigen. Also man sieht jetzt, ich habe eine Linux-Kommandozeile auf, das ist ein Einzeiler. Da sind ein paar Sachen ausgeblendet, weil das sonst jeder einfach machen könnte. Das ist wirklich total einfach. Ich schicke das ab. Und was dann passiert ist halt, mein Linux geht halt zu dem Server und sagt, hier, ruf mal die Telefonnummer an. Das dauert jetzt ein paar Sekunden und dann, also ich habe die Telefonnummer von meinem Handy geschickt, das liegt daneben, und dann ruft die Uhr mein Handy an. Und wenn ihr auf die Uhr achtet, auf dem Bildschirm, da passiert gar nichts, da bleibt schwarz. Also der Träger sieht das nicht. So, ich nehme jetzt den Anruf an. Das heißt, er muss doch gar nicht reagieren oder so. Genau. Ich stell das jetzt mal auf Lautsprecher, damit man das hört. Ne? Wir haben das in dem Video, zeigen wir das. Und dann kannst du halt alles hören, was um die Uhr rum gesprochen wird. Um das jetzt zu demonstrieren, jetzt kommt Achim und nimmt die Uhr weg und geht aus dem Raum raus, damit wir zeigen können, dass es wirklich über die Uhr kommt. Auf Klo oder was? Ja, genau. Und ja, also der Sicherheitsforscher ist darauf aufmerksam geworden, weil die Bundesnetzagentur im letzten Jahr eine Pressemitteilung rausgegeben hat, dass es diese Uhren gibt und dass Eltern, die ihren Kindern geben, zum Teil, es gab wohl Fälle, wo die Eltern damit den Unterricht der Kinder abgehört haben. Das Problem ist, also ich bin kein Rechtsexperte, um das nur zu sagen. Das ist laut der Bundesnetzagentur eine verbotene Sendeeinrichtung. Genau. Und wenn du diesen Paragraphen... Weil sie nicht erkennbar ist als Sendeeinrichtung, darüber habe ich auch schon berichtet. Und wenn sie nicht erkennbar ist als Sendeeinrichtung. Genau. Ja. Und der Nutzer hat das ja auch nicht mitgekriegt. Genau, in dem Fall. Und wenn du den Paragraphen nachguckst, die da dranhängen, also gibt es einen Paragraphen, da gibt es Freiheitsstrafe wohl in manchen Fällen. Also das ist wirklich, wirklich, wirklich ernst zu nehmen. Mhm. Und vor allem, was auch krass ist, du darfst es auch bei deinen Kindern nicht unbedingt machen. Nee. Also wir haben vor kurzem in der CT über solche Tracker berichtet. Und da ist auch ein Rechtsartikel dabei, und genau, steht auch drin, ne? Du kannst, wenn dein Kind zum Beispiel, weiß ich nicht, 15 oder so ist, dann kannst du dem das nicht einfach unterjubeln. Ja. Das ist schon richtig, richtig krass. Aber wenn die, also nur mal theoretisch, wenn die jünger sind, ist sowas erlaubt überhaupt? Ich weiß sowas nicht. Die Rechtslage ist nicht sehr eindeutig. Also wir hatten in dem Artikel, steht da so ein bisschen drin, dass es so Grenzen gibt, wo man sagt, wenn Kinder das quasi Einverständnis geben können oder so, dass man sie dann auch fragen soll. Okay. Aber es würde halt, also für mich ist allgemein immer nur so eine Frage auch an unsere Eltern als Zuschauer. Also ich meine, das sind doch Kinder, mit denen man irgendwie auch kommuniziert. Also ich meine, das... Wenn du so wenig Vertrauen hast, ja, ist da also echt das ein Problem. Ist halt die Frage. Naja, und das grundsätzliche Problem dabei ist, ja, wenn dein Kind so eine Uhr hat, du darfst ja andere Leute nicht abhören. Ja. Mhm. Ne? Also das ist überhaupt sowieso bescheuert, diese Funktion zu implementieren. Und das Krasse daran ist halt, wir haben mit der Firma kommuniziert, der Sicherheitsforscher hat mit dieser Firma kommuniziert, und ich weiß es nicht, aber es wirkte so, als haben die nicht verstanden, was das Problem ist. So. Also der Sicherheitsforscher hat sie dazu gekriegt, als wir damit angefangen haben mit den Tests, war die Kommunikation zwischen der Uhr und dem Server nicht verschlüsselt. Das heißt, ich habe mich in dem WLAN, ich konnte das mit einer Fritzbox, du kannst es ja zum Teil mit einer Fritzbox machen, konntest einfach den Traffic
snoopen. Das war also total einfach. Das heißt, du wusstest, wo der Server ist. Du wusstest die ganzen Serverbefehle, weil die Uhr hat ja mit der API gesprochen. Mhm. Und das Einzige, was du brauchtest, um, wie ich das vorhin gezeigt habe, um den Befehl abzuschicken, war eine ID dieser Uhr. Unsere ist irgendwie 824 oder so. Und das Krasse ist, es sieht so aus, als ob die einfach hochzählen mit jeder neuen Uhr. Das heißt, wenn man jetzt gewollt hätte, hätte man hingehen können und sagen, wir haben 824, also guck mal, wo Uhr 823 ist. Also es ist davon auszugehen, dass dann, also nach der Logik wären 800 davon in Umlauf wahrscheinlich. Ja, also weil du hast sie jetzt relativ spät gekauft, also für den Artikel. Ja. 1600. Ja, das ist ja das German Tank Problem. Also ich weiß es nicht, ich gehe von Hunderten aus. Wir konnten das natürlich nicht wirklich testen, weil um das zu testen, müsstest du auf die Uhren von anderen Leuten zugreifen. Ja. Das wäre illegal. Ja. Aber es deutet viel darauf hin, dass Hunderte von diesen Uhren im Umlauf sind. Du kannst diese Uhr auch sagen, wo bist du gerade? Dann schickt die dir halt GPS-Koordinaten. Du kannst auch in die App rein. Also das hat so ein, also wenn du die abhörst, vor allem bevor die, also was sie dann gemacht haben, sie haben ein Update rausgespielt, dann haben sie es TLS verschlüsselt zwischen der Uhr und dem Server. Vorher konnte halt jeder im WLAN das abhören und dann kannst du da halt auch irgendwie das Passwort zurücksetzen von der Uhr und kommst in das Webinterface rein und dann kannst du sehen, wo der ist auf einer Karte. Das Krasse ist, nachdem die das TLS verschlüsselt haben, haben die noch kein Zertifikatspinning gemacht. Das heißt, das war für mich irgendwie 15, 20 Minuten Arbeit, damit mit dem Proxy einfach auf mein Android-Handy ein Zertifikat draufzuschießen und das trotzdem abzuhören. Und die Server-API war natürlich auch noch online. Also wir hätten gerne, ich hätte gerne im Uplink diese Lücke demonstriert. Wir sind aber heute Morgen mit dieser Geschichte bei Heise Online live gegangen und seitdem hat euer Spiegel darüber berichtet und so. Und seit heute Morgen ist dieses Server nicht mehr so erreichbar. Was ihr aber vorher nicht hingekriegt habt. Vorher habt ihr es nicht hingekriegt, die zu einer, sagen wir mal, substanziellen Reaktion zu bringen. Naja, die haben reagiert. Habt ihr mit denen gesprochen? Ich habe mit denen sehr viele Mails ausgetauscht, also mit einer Person. Ich nehme an, das ist der Chefentwickler nach meinen Informationen. Also das ist, glaube ich, eine Ein-Mann-Firma. Ich glaube, also ich weiß es nicht. Ich vermute, die kaufen diese Uhren irgendwo in China, haben vielleicht auch gar keinen Zugang zu der Firmware, keine Ahnung. Und der hat halt dann mit mir diskutiert, warum wir das veröffentlichen wollen. Also er hat halt gesagt, dass wir sind, um das mal zu... Ne? Ich habe irgendwas gedrückt. Das ist gut zu wissen. Dann sagt er dir die Uhrzeit an. Das ist halt, der hat dann halt mit mir diskutiert, ob ich das veröffentlichen soll. Das wäre doch total unwichtig. Und ich habe halt gesagt, Leute haben diese Uhren gekauft. Die müssen wissen, ne? Also es ist öffentlich, die Öffentlichkeit muss das wissen. Klar. Und das hat alles so lange gedauert. Also ich bin seit Weihnachten da dran, weil wir ja, also der Forscher ist auch aus dem Grund zu uns gekommen, ne? Bei Heise Security und Heise Online und so, weil wir halt wollen eigentlich, dass die Lücke geschlossen ist, bevor wir berichten. Und ich habe immer wieder versucht, denen irgendwie ein Ultimatum zu stellen, aus denen rauszukriegen, bis wann könnt ihr das reparieren. Und die haben halt immer nur wieder abgewiegelt. Ja, die werden die aber großartig das heißt, irgendwo in China einfach einkaufen, oder? Aber das heißt, dass wenn jetzt der Server down ist, funktionieren die Uhren im Moment ja nicht. Du hast ja gesagt, dass im Prinzip die ganze Kommunikation über diesen Server läuft. Ich weiß es nicht. Also außer, dass sie die Uhrzeit anzeigen. Es kann sein, es muss nicht. Ich weiß auch nicht, ob der Server down ist. Also ich habe zum Beispiel an der Meldung noch nichts gemacht, weil ich nicht weiß, ob der Server down ist, weil jetzt im Moment alle versuchen, diese Uhren zu bombardieren oder ob die den wirklich offline genommen haben. Ich warte noch auf eine Mail von mir. Was ich ja noch sagen kann, und deswegen können wir sie hier auch nochmal hochhalten, also aus meiner Erfahrung, wir hatten ja diese Berichte über, wenn die Bundesnetzagentur über diese, ich glaube, das sind Überwachungsgeräte, die zählen als Überwachungsgeräte, die nicht als solch erkennbar sind, müssen die Besitzer nachweisen, dass sie sie zerstört haben. Das hat die Bundesnetzagentur in der Pressemitteilung gesagt. Genau, und deswegen nochmal angucken, Fabian muss bald nachweisen, dass er sie zerstört hat. Ich habe auch natürlich... Könntest du natürlich im Uplink machen, in der Folge. Ich fände es auf jeden Fall toll, wenn du ein Video machen würdest. Das ist eine Idee, das ist gut, das machen wir. Genau. Also ich habe natürlich die Bundesnetzagentur informiert darüber auch. Im Moment will ich halt noch, wir mussten uns halt, ich musste das, also ein Grund, warum wir die gekauft haben, ist, um das alles zu dokumentieren und so. Weil wir das natürlich im Zweifel nachweisen müssen, dass das alles stimmt. Ja. Ne? Sonst dreht der Hersteller den Server ab und sagt, die Lücke hat nie existiert. Ja, also die haben uns auch noch an... Die haben uns auch noch Mails, also ich hab natürlich die konfrontiert mit unseren Erkenntnissen und darauf haben wir eine Stellungnahme geschickt gekriegt, die gesagt hat, wir haben die Abhörfunktion abgestellt. Zu dem Zeitpunkt, als ich die Stellungnahme gekriegt habe, habe ich mich hingesetzt, habe meine Linux-Kommandozeile ausgeführt und konnte noch meine Uhr abhören. Also auf jeden Fall krasse Geschichte. Ich empfehle allen, den Artikel auch zu lesen, weil da sind eigentlich immer noch mehr Details drin. Ja, ich meine, den kann man auch online lesen. Noch cooles Ostergeschenk, ne?
Ja, ne? Frohe Ostern übrigens. Direkt. Die gibt es jetzt bestimmt billig. Ja. Also zahlreiche bewachte Kinder können jetzt aufatmen. Ja, genau. Okay. Mann. Krasse mein Geschichte. Gott, ey, wie paranoid manche Menschen sind. Also, ich bin immer wieder irgendwie schockiert. Das ist irgendwie absurd, oder? Also, ich habe noch kurz, weil wir vorhin überlegt haben, was diese Uhr, wofür die eigentlich gedacht ist, wenn ich das richtig verstehe, das kann man ja mal sagen, hat man hier so Tasten, wo man dann wahrscheinlich automatisiert eine bestimmte Nummer anruft. Ja, oder? Genau. Also, du kannst das zum Beispiel, könntest du das kann dann als Notruf oder die Oma, wenn sie gefallen ist, kann dann Leute, ne, und dann wissen die direkt, wo die sind. Ja, aber nur, dass man das zumindest mal erklärt hat, weil sonst ergibt das hier nicht so viel Sinn. Auch nachdem du das erklärt hast, ergibt das immer noch keinen Sinn für mich. Ja. Also ich meine, das Problem ist ja sowieso, wenn du so ein Ding kaufst und du benutzt das und das hat so eine, ich sag jetzt mal Sicherheitslücke, es gab Leute, die haben als Kommentar auf den Artikel gesagt, das ist ja eher eine Backdoor. Mhm. Wenn du jetzt sowas kaufst, dann hast und da ist so eine Lücke drin, dann hast du eventuell ein unerlaubtes Abhörsystem am Fall Arm. Genau. Ja. Und ich vertraue diesen Herstellern halt alle irgendwie nicht. Ja. Also, nee. Also Apple vielleicht noch, aber dann hört es auch schon auf. Umso größer, umso besser vielleicht noch, weil die haben halt schon ein bisschen größeres Problem, wenn sowas passiert. Genau. Ja. Ich meine, die ihre Limits nicht einfach zusammenfallen. Gucken auch viel mehr Leute die an. Guck mal, jetzt hat sich ein Sicherheitsforscher die vorgenommen, eine von Hunderten, aber ja trotzdem nur Hunderten in Anführungsstrichen, also alle Handys, die wir haben. Ach so, übrigens, das noch fand ich total witzig. Also er hat auch, ich glaube, er hat auch diese Stellungnahme von der Bundesnetzagentur gelesen, hat die Uhren dann gefunden, die wurden auf Amazon verkauft und ich habe noch im Februar einen Screenshot gemacht, als wir diese Uhr gekauft haben. Da stand in der Amazon-Beschreibung drin, ohne, in Großbuchstaben, ohne Abhörfunktion. Ja gut, aber dann wusste vielleicht ja doch jemand schon, was da los ist, wenn man das so explizit reinschreibt. Nur, ich weiß nicht, ob ich es nicht mitbekommen habe, aber wie kam der Sicherheitsforscher gerade auf dieses Modell? Ich weiß nicht, der hat die wahrscheinlich einfach gesehen. Also ich nehme mal an, er hat bei Amazon... Also im Artikel hast du geschrieben, jetzt darf ich dich selbst zitieren, da stand ohne Abhörfunktion und er hat sich herausgefordert gefühlt. Er hat sich, glaube ich, hat. Cool, wenn die das so schreiben, dann ist das ein bisschen... Das ist natürlich immer, wenn du sowas auf dein Produkt schreibst, ist das so eine Kampfansage gegen so Leute, aber die sowas gerne... Das finde ich cool, dass das Leute machen, also... Ja, fand ich auch sehr cool. Mein Abschiedsblick auf, du darfst den Namen nochmal sagen, willst du nochmal sagen? Eine Vidimensio Paladin. Wir sagen jetzt dreimal Dementia. Geil, ey. Und wie gesagt, also wie Martin am Anfang sagte, ne, wir haben für das haben wir ein Investigativteam, wir haben auch einen anonymen Briefkasten, wenn ihr sowas findet. Wir kümmern uns gerne darum. Zumal das ja auch, wie jetzt gerade beschrieben, die Kommunikation mit so Herstellern manchmal nicht einfach ist. Ja. Und man da sehr viel beachten muss, rechtliche Dinge. heise.de/investigativ. Das ist ganz naheliegend. Kann man sich sogar machen, steht ja alles auch schön drin. Und kann man uns anonym und richtig anonym, also gibt verschiedene Anonymitätsstufen. Genau. Haben sehr viel Gedanken gemacht drüber. Super, genau. So, jetzt wechseln wir die Gesichter oder sowas? Wir haben von einem negativen Thema zum nächsten. Eigentlich hatten wir ja vorher überlegt, aber du kannst ja gleich erklären, warum es dann eben doch noch nicht ganz so einfach ist, ob wir jetzt einfach schnell unsere Gesichter wechseln hier. Aber es ist nicht ganz so einfach, was du gemacht hast. Ja, weil ihr zu faul wart, genug Bilder von euch zu sammeln. Ja, okay. Und wenn ihr einen richtig gut gepflegten Instagram-Stream mit Selfies hättet, dann hätte ich jetzt nur Rechenzeit gebraucht. Wir können jetzt auch so einen Schnitt machen und uns umsetzen und dann so tun, als hätten wir das per Software gemacht. Warte mal, ich glaube, ich habe so 800 Selfies auf meinem Handy. Reicht das? Okay, also Pina, du hast Deepfakes gemacht. Genau. Ja. Und zwar von einem Kollegen, der sich kooperativer gezeigt hat als wir. Genau, ja, also ich habe dem Kollegen Merlin Schumacher, dem habe ich das Gesicht von Martin Schulz verpasst. Als ich damit angefangen habe, war Martin Schulz auch noch jemand, wo man gedacht hat, das könnte ganz praktisch sein, das irgendwie auszutauschen. Und irgendjemand in der Redaktion hatte gemeint, Merlin würde Martin Schulz ähnlich sehen. Wobei, also jetzt so, nachdem ich sehr viel Gesichter von beiden angeguckt habe, würde ich sagen, ist jetzt nicht so arg die Ähnlichkeit. Ja, aber auf dem Cover hier auf alle Fälle. Wenn man es drauf anlegt, wenn er noch eine andere Brille hätte. Das finde ich schon ziemlich spannend. Merlin ist natürlich deutlich jünger. Das Cover zitiert übrigens Face Off. Ja, Face-Off, genau, wollte ich sagen. Wollte ich gerade noch fragen. Ja. Genau, okay. Und die Geschichte ist ja eigentlich, die Inspiration kommt ja von der Geschichte, die wir auch auf Heise Online hatten. Ne? Also Leute haben das ja mit jetzt, sagen wir mal, nicht so unverfänglichen Politikern gemacht. Naja, also eigentlich hat das alles auf Reddit angefangen, weil ein Benutzer namens Deepfakes, der hat seinen Benutzernamen so genannt, anscheinend halt um Code zu veröffentlichen. Und zwar ein ziemlich raffiniertes neuronales Netz, was halt
genau das kann. Also das nimmt als Eingabe ein Gesicht und gibt eine Ausgabe raus, wo die, also Kopfdrehung, Mimik, Lichtsituation und so ist gleich, aber das Gesicht ist ausgetauscht. In einem Video. Das muss er dazu sagen, weil das könnte jetzt noch ein Foto sein, das ist nicht ganz so kompliziert. Naja, Im Prinzip kannst du das nur mit Fotos, aber ein Video besteht ja aus ganz vielen Einzelbildern, also kann man das Ganze natürlich auch auf ein ganzes Video anwenden und dann wirkt das doch also recht flüssig. Also und die Nutzer auf Reddit haben das natürlich gleich für das genutzt, was die Nutzer auf Reddit halt gerne machen. Genau, die haben halt Pornos gemacht, weil sie jetzt endlich die Gelegenheit hatten, das Gesicht von Pornostar XY gegen das Gesicht von sonstigem Filmstar XY auszutauschen. Ja. Und also inzwischen ist das auch alles gesperrt worden, weil irgendwann auch Reddit auf den Trichter kam, dass das quasi involuntary Pornography ist und so und dass man das ja eigentlich gar nicht darf. Genau, aber bis dahin hatte das schon die Runde gemacht, weil halt diverse Medien darüber berichtet haben, wie furchtbar das ist, dass man jetzt kein Video mehr kauft. Guck mich ruhig an, ich hatte die heiße Online-Meldung geschrieben. Wir hatten auch eine Meldung. Und jetzt habt ihr euch, also du hast dir das quasi für diesen Artikel die Technik genommen und einfach mal gezeigt, wie das funktioniert und was man zu tun hat. Weil, also, ihr habt es auch hier vorne so ein bisschen begründet, falls jetzt irgendwie Zuschauer, also die Technik ist da. Also wir kennen das immer alle, die ist jetzt schon da. Natürlich verschwindet die nicht mehr und die wird besser werden. Also das kann man ja auch sagen. Ja, genau. Also das ist so, ich vergleiche das immer gerne mit der Zeit, als es irgendwie noch kein Photoshop gab oder keiner damit umgehen konnte. Da war auch ein Foto der ultimative Beweis. Alle haben gesagt, es gibt ein Foto davon, dann muss das genauso gewesen sein. Und irgendwann konnten Leute Photoshoppen und dann wusstest du einfach, ja, wenn ich irgendwo ein Bild sehe, könnte das Foto war schon seit den 20ern nicht mehr. Ich glaube, da haben sie schon bei Stalin halt immer alle Leute... Aber das war eine Zeit lang schwierig halt. Ja. Ja, das mit dem Wissen, das, also... Da sehe ich das, wir wissen das, aber ich meine, wie viel wird halt auch so politisch noch irgendwie, allein so bei der Krim oder so, wie viele Fotos da irgendwie dann aufgetaucht sind und dann hat wieder einer gesagt, nee, das ist nicht echt und hin und her und erstmal glaubt es aber trotzdem irgendwie jeder, deswegen funktioniert ja auch. Ja, es so ist immer eine Frage des Aufwands, also irgendwie in 20er Jahren haben Leute natürlich auch Fotos gefaked, aber das war dann total aufwendig, weil du das halt mit physischem Film und irgendwie nachbelichten und so weiter, das ist halt super aufwendig und du musst dir sehr genau überlegen, was du machst und das haben nur absolute Spezialisten hingekriegt. Ja. Und irgendwann kam halt die digitale Zeit, du konntest das mit Photoshop nachbearbeiten und plötzlich haben halt alle möglichen Leute im Prinzip Fakes erstellen können und das hier ist jetzt einfach eine Möglichkeit, dass es halt auch mit Videos geht, weil die ganze Zeit war... Klar, also wir haben das auch bei Star Wars gesehen und so. Also Hollywood-Studios konnten das jetzt schon ein paar Jahre. Ja, klar. Aber jetzt der Rest der Welt war halt kein Hollywood-Studio und hat das eben nicht gemacht. Ich fand da ja so krass, ich glaube nicht der Deepfakes, aber in diesem Reddit-Thread hat ja irgendwann einer diese Technik genommen, um Prinzessin Leia in dieser Star Wars-Szene auszutauschen. Ach so, in der berüchtigten Szene, ja. Ja, wobei ich mich immer gefragt habe, also wenn sie das machen wollen, dann müssen sie ja eigentlich... das Originalvideo haben mit der anderen Schauspielerin. Ich glaube, die haben das CGI-Bild ausgetauscht gegen ein anderes Bild von Lea. Weil, also das ist halt das Problem, wenn du Lea durch Lea ersetzt, das ist natürlich auch für ein neuronales Netz nicht ganz so schwer, wie das Gesicht von jemand ganz anderem auszutauschen. Wie schwer ist es denn überhaupt? Genau, weil das können wir jetzt ja mal, also wir können ja mal parallel ein Video einspielen. Du hast ja das, also hast du ja gemacht, genau, da ist es schon. Da sieht man jetzt Merlin mit dem draufmontierten Gesicht von Martin Schulz, wie er irgendwelchen Quatsch zur angeblichen Zukunft der SPD erzählt. Und also was man halt sieht, ist, es ist eindeutig nicht Merlins Gesicht, aber es wackelt so ein bisschen hin und her. Genau, es sind öfters mal Unschärfen zu sehen. Und es ist halt schon schwierig, es so hinzukriegen, dass es wirklich glaubhaft wirkt. Und weil du jetzt gerade gesagt hast, also bislang konnten das Hollywood-Studios mit riesigem Budget, was ist denn da jetzt für ein Aufwand reingeflossen? Das könnte man ja mal vergleichen. Naja, also ein bisschen Aufwand muss man schon treiben. Das Aufwendigste ist eigentlich das Trainingsdaten sammeln. Also ich habe dann von Martin Schulz gibt es natürlich einen Haufen Interviews, weil der als Kanzlerkandidat dann ständig Interviews gegeben hat. Die sind auch auf YouTube.
Die kannst du halt runterladen und dann mit FFmpeg einfach die Einzelbilder raus exportieren und dann musst du halt die Bilder löschen, wo der Interviewer drauf ist, dass du halt nur Martin Schulz hast. Okay, das klingt schon mal nach viel Arbeit. Ja, das ist ein bisschen. Genau, also du musst halt viele Sachen noch per Hand machen. Ja. Danach fängt die Software an und extrahiert eigentlich nur das Gesicht, weil sie immer nur das Gesicht tauscht. Das geht automatisch. Das dauert einfach nur ein paar Stunden dann. Also je nachdem, wie viele Bilder man hat. Ja. Also ich hatte von Martin Schulz 7 GB, irgendwie 4000 Bilder oder so. Okay, aber genau, weil das war die Sache, dass öffentliche Personen dadurch leichter zu faken sind, sage ich mal, weil man leichter also die Trainingsdaten kommt. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, also es gab ja in Reddit die Geschichte, dass Leute irgendwie ihre Ex-Freundin auf ein Porno packen wollten oder sowas. Genau, ne? Und also bei der Ex-Freundin vielleicht hast du selber noch genug Urlaubsbilder oder so, aber du brauchst halt auf jeden Fall ein paar hundert und wenn das irgendwie jemand flüchtig Bekanntes ist oder so, dann hast du halt wahrscheinlich nicht die, also nicht genug Bilder, um einen Datensatz zu erstellen. Das ist ja dann noch. Das obwohl, sowas wie die ersten Anwendungen. Obwohl sich das natürlich ändert, ne? Weil immer mehr Leute immer mehr Bilder von sich in soziale Netzwerke packen. Ja, also. Beziehungsweise irgendwann, du hast halt auch irgendwann Algorithmen, dass du automatisch einfach suchen kannst. Dann, ne? Genau, selbst aber das heißt, du hast dann mehrere Tausend, hast du jetzt gesagt. Hast du dann auch mehrere Tausend Bilder von Merlin gemacht? Genau, oder? Also wenn du halt die Person da ist und die kooperiert bei der Aktion, dann ist das natürlich einfacher. Ja. Das heißt, ich bin dann einfach mit dem Handy durchs Gebäude gegangen und habe Merlin mal links vors Fenster gestellt und mal rechts und mal ins Foyer und mal draußen und so und habe ihn halt gebeten, das Alphabet aufzusagen oder irgendwas zu erzählen und so ein bisschen den Kopf hin und her zu bewegen und so. Und dann ist natürlich niemand anderes drauf. Das heißt, du musst nichts rausschneiden dann und extrahierst dann aus den Videos dann auch wieder die Bilder, weil das, also kriegst halt schneller so viele Bilder zusammen, wenn du Videos Serienaufnahmen machst, wie wenn du Fotos machst. Mhm. Ja. Ah ja, klar. Genau. Ja, und wie lange dauert dann die eigentliche Bearbeitung? Genau. Also das kommt drauf an. Es gibt sozusagen mehrere Komplexitätsstufen für das neuronale Netz. Also sozusagen die Basisversion, die berechnet nur 64x64 Pixel für die Gesichter. Also die Auflösung ist festgelegt. Ja. Und die kann man auf einer leistungsfähigen Grafikkarte, also zum Beispiel auf der hier. Die ist sehr leistungsfähig. Die ist sehr leistungsfähig. Welche würde ich sagen, Titan, in weniger als zwei Tagen Titan kann man die trainieren. Titan 5 oder V. War das nicht auch eine Rakete? Nee, es war Saturn 5. Das war die Saturn 5. Ja. Genau. Und dann gibt es aber noch die Möglichkeit, ein Generative Adversarial Network dazu zu trainieren. Das sind dann sozusagen zwei neuronale Netze, die sich, also die gemeinsam lernen und das eine versucht sozusagen das andere immer am Faken, beim Faken zu erwischen. Okay, ah, okay. Und dadurch trainieren sie sich, Dadurch trainieren sie sich gegenseitig und damit kann man, also bei dem Standardcode, da werden die Bilder schnell so ein bisschen unscharf. Also nicht nur, dass die Auflösung 64 Pixeln zu wenig ist, sondern es ist zusätzlich auch noch unscharf. Und mit diesem Generative Adversarial Network wird das schärfer, weil genau wie du als Mensch halt relativ schnell an einem Bild erkennst, dass es unscharf ist, ist das natürlich auch für so ein neuronales Netz relativ einfach zu sagen, das ist unscharf. Und dann gibt es halt immer das Lernsignal zurück, das hast du nicht gut gemacht. Und dann lernt das andere halt dann schärfere Bilder zu machen. Und dann gibt es das Gleiche auch noch mit verdoppelte Auflösung und das verdoppelt halt auch ungefähr die Rechenzeit. Also ich habe dann etwa nach 4 Tagen vernünftige Ergebnisse erreicht mit 128 Pixel. Also 4 Tage durchgehender Berechnung, nicht 4. Genau, also das Video eben war jetzt 128 mal 128 Pixel und so ein Generative Adversarial Network und dann waren es so etwa 4 Tage durchgängig rechnen auf einer 1080. Warum muss man dann noch viel nachjustieren nachher oder kann man überhaupt noch dann dran arbeiten? Also wenn du so ein, weil so ein Bild musst du halt dann, je nachdem wie weit du in die Details gehst, dann musst du dann halt echt viel manuell machen noch. Aber bei so einem Video. Nee, also es ist überhaupt nicht wie Photoshoppen. Ja, ja. Also du trainierst das und hoffentlich ist dein Datensatz gut genug. Okay. Und dann kann es das einfach. Das heißt, du startest das und dann nimmst du das Ergebnis, was rauskommt. Also du kannst da auch nicht viel tweaken oder so. Aber du hast auch in dem Artikel geschrieben, dass es durchaus sein kann, dass sich die KI oder der Algorithmus verrennt, dass er irgendwann, dass du immer mal reinguckst in den 4 Tagen, damit du... Mir ist es ein paar Mal passiert, dass ich den trainieren gelassen habe und dann kam ich irgendwie 2 Stunden später wieder und es war, also vorher waren es
ganz klar Gesichter, auch eigentlich von der richtigen Person. Und dann komme ich wieder und es ist irgendwie ein halb rot, halb schwarz Bild. Eine Top-Pflanze. Nicht mal nah dran. Und das ist auch die Fitnessfunktion, also die eigentlich dem Rechner sagt, ob das halbwegs in der Nähe ist, war auch total schlecht. Aber das hat eben, ich weiß nicht, was da genau passiert ist, aber da, sowas kann halt passieren. Solange das passiert, gewinnen wir den KI-Krieg noch. Das ist gruselig. Da ist halt so ein, es gibt so einen stochastischen Anteil bei diesem Optimierungsalgorithmus, der die Parameter von so einem neuronalen Netz anpasst. Und hin und wieder kann das halt sein, dass du eine Kombination aus einem viel zu großen Schritt in eine Richtung und den falschen Trainingsdaten, die werden auch zufällig ausgewählt, hast und dann wird irgendwie nochmal ein Schritt in eine falsche Richtung gemacht und danach bist du irgendwie in einem Bereich von Parametern, wo das einfach nicht mehr wird. Und dann musst du eigentlich von vorne starten. Ja. Also deswegen immer schön Backups machen, sonst... Das sowieso immer, das ist hier immer... Also generell, aber auch beim Trainieren auch von beim neuronalen Netzen. Wann glaubst du denn, wie lange wird es dauern, bis man so eine Software benutzen kann, um auch also erstmal glaubhafte Videos zu produzieren, die auch, also die jetzt so im Fernsehen oder so erstmal nicht großartig auffallen würden, wenn die gesettet werden. Ja, also ich habe jetzt halt die Auflösung reduziert, einfach damit es weniger auffällt. Ja. Also bei einem ähnlichen Problem, bei Super Resolution, also wo du einfach die Auflösung erhöhst von Bildern, da gab es vor, weiß nicht, anderthalb Jahren oder so gab es Generative Adversarial Networks mit begrenzter Auflösung. Dann war ein halbes Jahr später, waren dann Paper raus, wo sie die Auflösung auf HD im Prinzip hochskalieren konnten. Mhm. Das heißt, wenn sich da Forscher dahinter klemmen, dann haben wir in einem halben Jahr quasi das Auflösungsproblem nicht mehr. Und du kannst natürlich mehr Grafikkarten draufschmeißen, Genau. Wenn also um es einfach schneller zu machen. Ja gut, aber ich meine, also ob das jetzt das eine Woche oder, ja, oder drei Wochen rendert, ist ja bei vielen Sachen erstmal egal. Naja, also, aber ich meine halt, wenn es dann wirklich perfekt wäre, so, dann, das meine ich ja, also wie lange dauert es noch Entwicklung, bis man jetzt, sagen wir mal, mit unbegrenztem Zeitbudget halt das wirklich perfektionieren kann? Ich würde mal sagen, es dauert auf jeden Fall kürzer, als wir uns als Gesellschaft, wie wir vorhin ja schon gesagt haben, irgendwie darauf vorbereiten. Das wird jetzt erstmal im Fernsehen oder so auftauchen, ohne also, dass jemand... Für mich war das verblüffend, dass es überhaupt funktioniert. Ja. Weil eigentlich, normalerweise hast du bei neuronalen Netzen, wenn du die trainierst, hast du immer eine klare Zuordnung zwischen den Eingabedaten und der Ausgabe, die du gern hättest. Das heißt, du hast irgendwie ein Bild von einem Hund und du sagst, du musst dir sicher sein, dass das ein Hund ist. Ja. Und wenn das Netzwerk sagt, ich bin mir nur 80% sicher, könnte auch 20% eine Katze sein oder so, dann sagst du, nein, das war falsch. Ja. Und so. Und das hast du hier nicht, weil du hast ja keine Trainingsdaten, wo die Gesichter wirklich ausgetauscht sind. Ja, stimmt. Das wird dann erreicht durch so einen Trick. Also du trainierst eigentlich einen Autoencoder, also ein neuronales Netz, was eigentlich darauf trainiert ist, die eigene Eingabe wieder auszugeben. Mhm. Und das ist eigentlich vom Prinzip her ist das wie ein Kompressionsalgorithmus. Also du hast sozusagen einen Kompressor, der nimmt ein Bild und macht eine total kleine Repräsentation aus 1000 Zahlen da draus. Und dann sagst du, okay, aus diesen 1000 Zahlen musst du jetzt das gleiche Bild wieder rekonstruieren können. Das ist wie wenn du irgendwie bei JPEG die Kompressionsrate total hochdrehen würdest. Mhm. Und das kann er halt, weil der immer nur, also der so ein Autoencoder sieht dann zum Beispiel nur Bilder von Martin Schulz. Mhm. Das heißt, wenn Martin Schulz einfach auf allen Bilder in Augenringe hat, dann weiß er, ich muss quasi Augenringe nicht kodieren. Augenringe sind universell. Die produziere ich immer unterhalb der Augen. Ja, und die Nase ist auch immer dazwischen positioniert und so. Also ein Haufen Dinge, die über das Gesicht irgendwie, die immer gleich bleiben in allen Datensätzen, die lernt er halt so nicht zu kodieren. Und dann kannst du das austauschen. Also dass du sozusagen mit dem Encoder für Martin Schulz dann den Decoder für Merlin dran setzt. Ja. Und so, und das ist ein total raffinierter Trick, bei dem ich total überrascht war, dass das geht. Und Das war ja die Geschichte, dass es jetzt in dem Fall erstmal für Zwecke genutzt wird, die so stark starke Kritik hervorgerufen haben, dass sogar Reddit gesagt hat, bei uns nicht. Ja, aber andererseits, wenn du im Moment ist halt, weil du die Urheberrechte der Pornostars und die Persönlichkeitsrechte der Filmstars verletzt. Dazu muss man sagen, dass wenn du im Moment auf Pornoseiten unterwegs bist und da nach Deepfakes suchst, dann findest du bei fast allen Pornoseiten eine Menge Deepfakes. Also die werden ab und zu immer hast wieder runtergekriegt. Nö, das habe ich recherchiert. Sogar in der Arbeitszeit. Okay. Also ich finde es krass, weil das ist irgendwie so der letzte Schritt der digitalen Medien noch, wo man so halbwegs
irgendwie sich drauf verlassen konnte. Nicht so richtig, also ja, man kann ja, da auch nicht so glauben. Aber ja, mittlerweile, ich glaube, wir müssen uns einfach volle Möhre dran gewöhnen, dass egal, was wir sehen, hören, alles, was man nicht selbst was man anfassen kann, ist nicht echt. Aber es ist halt einfach, kann gut sein, dass es nicht echt ist. Und das eigentlich kann man nichts mehr dem glauben, gar nichts mehr. Ja. Das hatten wir in der letzten Woche habe ich ja Uplink moderiert und da haben wir mit André Kramer über halt CGI geredet und über fotorealistische CGI. Ja. Und das kommt jetzt, glaube ich, an einen. Also da ist noch ein Unterschied. Also wenn man sich meinen Artikel anguckt, da sind jetzt ein Haufen Bilder drin, weil das auch beim Training zeigt er halt nicht nur ein Bild an, sondern dann so eine ganze Reihe von Bildern und was er daraus gemacht hat und so. Und wenn man die sich anguckt, dann merkst du halt, was für eine Art von Fehler diese KI macht. Und du musst dich halt, also du siehst, die Fehler sind unterschiedlich. Also zum Beispiel dieser einfache Code, der macht dann solche Unschärfen und der Garncode macht das nicht, aber der macht dann so regelmäßige Muster. Also dass dann zum Beispiel ein Bart ist ganz klar an der richtigen Stelle, aber die Haare sind sozusagen extrem regelmäßig und haben halt nicht so diese Welligkeit, die dann echte Haare haben. Mhm. Und das ist dann auch wieder was du als Mensch vergleichsweise schnell siehst, wenn du weißt, worauf du achten musst. Also im Moment würde ich sagen, guck dir den CT-Artikel kurz an und dann kannst du die aktuellen Deepfakes erkennen. Oder lass es sein, weil als du mir ganz viele von diesen Bildern gezeigt hast, habe ich danach, glaube ich, wirklich einen Traum gehabt, wo ich gedacht habe, Merlin Schumacher wäre Martin Schulz. Ja, war beängstigend. Ich habe im Moment gerade noch Code laufen, wo ich einfach mal eine Frau genommen habe, anstatt Martin Schulz. Und das ist total creepy, was jetzt dabei rauskommt, weil, also ich weiß nicht genau warum, aber zum Beispiel schielt das Gesicht dann. Also es ist eindeutig das richtige Gesicht, aber die Augen zeigen in diese Richtung oder es ist irgendwie ganz widerwärtige Träume. So eine Ausbeulung an manchen Stellen oder so. Ich hoffe, ihr habt euch alle dran gewöhnt, dass sie das mit uns machen, weil die haben genug Videomaterial. Stimmt, ja, tatsächlich viel Material. Ja, das stimmt. Ja. Das ist komisch. Ein Artikel können wir zumindest noch darauf hinweisen, weil dann hinter hat André auch noch drüber geschrieben, dass es ja auch schon Technik gibt, um automatisch Sprache zu synthetisieren. Also quasi, so wie er hat jetzt eine bestimmte Technik geschrieben von Adobe, die ist noch nicht verfügbar. Und so wie er es gesagt hat, klingt es auch so, als hätte Adobe gesagt, das war allen, die Kritik war zu, also da haben sie ein Video von Obama irgendwie gefaked, wo er was sagt, was er nicht gesagt hat, an der Stimme. Und da war die Kritik so, dass sie vielleicht gesagt haben, wir wissen jetzt nicht, ob wir das wirklich in die Hände der Community von Reddit geben wollen. Von Reddit geben wollen. Ja, also ich würde damit rechnen, dass das auch demnächst auf ähnlichem Niveau verfügbar sein wird wie bei den Bildern. Im Moment ist es so, dass eigentlich die besten Sachen, die ich so als Privatperson wirklich machen kann, ist sowas wie Liebart, wo ich dann halt Text-to-Speech mache. Also ich tippe quasi ein, was es sagen soll und dann sagt es das mit meiner Stimme. Da gab es ja auch eine Webseite mit Obama, glaube ich, die war sehr beängstigend. Genau. Ja, bei Obama wird halt auch oft zusammengeschnitten. Halt. Also du hast halt eine Menge Samples und dann kannst du halt so Halbsätze zusammenschneiden. Das ist eine ganz andere Herangehensweise. Ja. Kann aber auch sehr gut funktionieren. Aber also ich würde damit rechnen, dass das so innerhalb der nächsten 2 Jahre oder so spätestens wird jemand was Ähnliches machen, also Speech-to-Speech, wo du einfach dann die Stimme in die Stimme von jemand anderem verwandeln kannst. Cool. Wenn du hast mir jetzt ganz schön Angst eingejagt hier mit dem ganzen Videomaterial. Ja, aber es ist doch auch positiv, wenn wir im Uplink moderieren müssen und keiner hat Zeit, dann können wir einfach Keno synthetisieren dann können wir das als Moderator. Was neulich noch als Witz war und irgendwann muss Keno dann hier 4-mal hintereinander sitzen und Sachen sagen. Er wird sich freuen, wenn wir ihm das berichten. Also ich finde halt, es bringt nichts, sich Sorgen darum zu machen, sondern wir müssen uns einfach darauf einstellen und sagen, wie bei ganz vielen anderen Quellen, wenn wir irgendwie Text lesen oder so, ist es gang und gäbe, dass wir den Kontext überprüfen und sagen, könnte das stimmen oder lügt mich hier jemand an? Bei den meisten Menschen ist es gang und gäbe, sagen wir es mal so. Ja, das ist klar, aber ich meine, diejenigen, die das halt nicht berücksichtigen, die fallen dann halt auch auf Fake News und so rein. Ja. Und es könnte halt sein, dass es jetzt auch hin und wieder mal Fake News mit Videobeweisen gibt oder so und da lohnt es sich dann halt ein bisschen genauer zu gucken. Ja definitiv. Okay. Genau, also das können wir allen mitgeben, das können alle sich sowieso, also den Artikel lesen, weil du hast ja gesagt, dass man so ein paar Hinweise einfach dadurch lernt, woran man das erkennen kann oder einfach überhaupt sich das mal so ein bisschen. Genau, also eigentlich reicht die Bilder anzugucken im Artikel, um das zu erkennen. Genau.
Das braucht man auch nur 2 Minuten oder so. Nein, man kann den Artikel liest, schon lesen, dann kann man das halt genau, selber das machen. Ne? Also wenn man das da auch cooler. Drei Meinungen den Gaming-Rechner mal nicht zum Gaming nehmen will, sondern 4 Tage durchrechnen will mit genau, keine die Ahnung. 4 Tage. Und jetzt kommt meine Abschlussmoderation. Diese 4 Tage haben wir jetzt, weil wir wünschen euch jetzt ja, gute Gelegenheit. Frohe Ostern, ein frohes Osterwochenende. Wir freuen uns über E-Mails, Hinweise. Schreibt uns, haben wir sonst noch was wir am Ende der Sendung immer sagen? Aktuell, ich bin gerade gar nicht. Tschüss. Genau, wenn ihr Fakes macht, könnt ihr mir die schicken. Genau, Fakes könnt ihr auch an Uplink schicken oder direkt an Pina. Also vielleicht nicht nur Pornos und witzige Sachen und so. Genau, und dann habt ihr jetzt ein bisschen was zu tun, aber vielleicht wird es ja schönes Wetter. Ansonsten frohe Ostern und nächste Woche gibt es dann wieder Uplink. Ruft euch die CT. Genau. Viel CT Spaß 8. mit unserem Videomaterial. Genau. CT. Ciao.